Man kann ja nicht behaupten, dass aus Studienabbrechern gar nichts werden kann. Es gibt so viele berühmte Beispiele. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Wolfgang Job oder Roland Emmerich. Sie haben es alle geschafft, auch wenn sie Studienabbrecher sind und waren. Aber das gelingt ja längst nicht jedem, muss man leider feststellen. Fast jeder fünfte Diplom-Student bricht sein Studium vorzeitig ab. Unter denen, die auf Bachelor studieren, sind es sogar fast 30%. Das sind die aktuellsten Zahlen auf dem Markt aus dem Jahre 2010. Ein mögliches Ziel für die Ex-Studenten könnte das Handwerk sein. Da herrscht nämlich ein dringender Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks wird in den nächsten 10 Jahren jeder fünfte Handwerksmeister einen Nachfolger suchen. Ex-Studenten als Handwerker, wäre das eine Lösung für beide Seiten, die gut ist, wollen wir wissen. Von der Bundesbildungsministerin Johanna Wanker nur, wie soll das funktionieren? Sie ist jetzt in unserem ARD-Hauptstadtstudio bei Christiane Meyer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Sven. Ja, Frau Wanker, Johanna Wanker hat also diese Idee gehabt. Es kam von Ihnen, wenn ich das richtig verstehe. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Also ich möchte, dass in diesem Land wirklich jeder maximale Chancen hat, sich beruflich zu bilden und einen Abschluss zu erwerben. Das ist individuell wichtig fürs Lebensglück und ist es eben auch volkswirtschaftlich wichtig, weil wir immer weniger werden. Und nun ist die Zahl der Studienabbrecher nicht gering, gerade in den Ingenieurwissenschaften. Und andererseits haben wir im Moment im Handwerk ganz viele Ausbildungsplätze, die nicht besetzt werden können. Und es wurde eben richtig in der Anmoderation gesagt, viele von Ihnen finden ihren Weg. Aber ich möchte, dass Sie nicht unnötig Zeit verlieren und dass Sie auch wissen, Sie werden gebraucht und dass die Dinge, die Sie beim Studium schon gelernt haben, auch angerechnet werden, damit Sie schneller dort Ihren Abschluss haben oder den gleich bekommen. Es klingt wie eine geniale Idee, aber wird es auch von den Studenten bzw. den gescheiterten Studenten dann so angenommen? Wissen Sie das schon? Das kann man noch nicht wissen, aber ich hoffe auf jeden Fall. Und ich habe es erlebt als in der Hochschule, dass wenn jemand sein Studium abbricht, dann ist das immer eine Enttäuschung für die Familie, für ihn selber. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und das dauert manchmal Jahre, ehe er da herauskommt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass jemand, der eben aus unterschiedlichsten Gründen, das kann Krankheit oder etwas anderes sein, sein Studium abbrechen muss, dass der weiß, es gibt ganz andere Chancen. Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, das zählt, das hat einen Wert. Also ich glaube, das ist auch eine riesige Chance, die wir da bieten. Und das, denke ich, wird schon angenommen werden. Man möchte sich aber schon auch mit den Ursachen beschäftigen. Warum gibt es eigentlich so viele Abbrecher? Sind die alle schlecht beraten? Wissen die nicht, worauf sie sich einlassen? Oder sind vielleicht die Universitäten einfach nicht gut genug? Also es gibt Untersuchungen über den Studienabbruch. Und da ist ganz klar, es gibt einen ganzen großen Kanon von Gründen, warum man abbricht. Einer von Ihnen genannte ist sehr häufig falsche Vorstellung über das Fach. Dass man halt Verfahrenstechnik studiert und nicht weiß, wie viel Mathematik, wie viel Physik müsste man, merkt es dann. Und dann ist es zu spät, neben individuellen Gründen. Und an den Hochschulen, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren der Lehre, die ja sehr wichtig ist, enorme Aufmerksamkeit gewidmet. Und auch von Seiten des Bundes ein großes Milliardenprogramm gestartet, Unterstützung. Und da gibt es auch Projekte, zum Beispiel an der Uni in Aachen, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, bei Ingenieursstudenten eher zu sichern, dass die auch wirklich abschließen. Dann mal umgekehrt gefragt, die Handwerker, freuen die sich denn eigentlich auf Studenten mit zwei linken Daumen, die möglicherweise sich sogar noch für was Besseres halten? Das zumindest ist ja auch die Befürchtung derjenigen, die eben nicht mit Abitur in eine handwerkliche Lehre gegangen sind. Also die zwei linken Daumen, das glaube ich nicht von denen, die jetzt meinetwegen Holzverarbeitung oder was anderes studieren wollen. Und ich denke schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man die jungen Leute sehr frühzeitig berät. Und ich möchte, dass in Deutschland jeder studiert, der ein Studium erfolgreich abschließen kann. Und wenn das nicht so ist, dann ist eben dieses Angebot auch ganz wichtig für diejenigen, die abbrechen. Befürchtungen gibt es auch immer, wenn man was Neues macht. Jetzt fürchten natürlich auch viele Leute, die eben gar kein Abitur haben, dass sie jetzt verdrängt werden. Jetzt kommen also plötzlich auch noch die Studenten und drängen in den Handwerkerberuf. Und plötzlich gibt es auch noch Auszubildende mit zwei Klassen. Die einen gehen auf die Berufsschule, die anderen bekommen bestimmte Leistungen anerkannt. Wie will man diesen Konflikt lösen? Wir haben im Moment die Situation, dass in unterschiedlichen Handwerkskammern bundesweit, aber vor allen Dingen auch im Osten, man sich um alle bemüht. Man bemüht sich dort sogar schon um diejenigen, die die Schule nicht absolvieren, also die keinen Schulabschluss haben. Das heißt, es muss niemand Angst haben, dass er nicht Angebote bekommt, egal ob er leistungsstark ist oder ob er sehr schwach ist. Das hört sich gut an. Dankeschön, Johanna Wanker. Sie versucht also, den Studienabbrechern eine Perspektive zu geben. Und die müssen ja nicht alle Journalisten werden. Die können auch noch was anderes lernen.